Ach ja, ein wunderschöner Game Boy Color, Baujahr 1998. Auch schon etwas älter das Gerät. Das habe ich auch jetzt auch schon sehr, sehr lange. Und wenn man mal so im Detail guckt, hat das Ding auch schon ein bisschen gelitten. Hier ist ein bisschen Dreck in den Tasten gelangt, auch hier in den Lautsprechern. Wenn man so genau guckt, weiß nicht, ob man das erkennen kann, das Display hat auch schon ein paar Kratzer bekommen. Bisschen dreckig hier, müsste man sauber machen, aber dann könnte man das erkennen, dass da Dreck drunter ist. Hier der Anschluss auch ein bisschen verdreckt. Habe ich auch, glaube ich, nicht genutzt, den externen Anschluss, ne? Denn hier ist, glaube ich, ein bisschen Schmutz dran gekommen. Ich weiß nicht, wie er da dran gekommen ist. Der Aufkleber ist auch ein bisschen locker. Einzig und allein der Batteriedeckel, der ist neu, weil mir auch der Batteriedeckel verloren gegangen ist. Tja, und das Schöne ist ja, es gibt ja gewisse Verkäufer, die dann noch sowas hier anbieten, nämlich ein Ersatzgehäuse. Das ist kein komplett neuer Gameboy, das ist ein Ersatzgehäuse. Gestern erst angekommen, heute will ich das gute Stück mal umtauschen. Das heißt, das Gehäuse kommt dann hier dran. Das heißt, das alte Gehäuse kommt weg, das neue kommt dran. Ja, warum ich mich nicht für ein transparentes Gehäuse entschieden habe, hat einfach den Grund, ich will die Farbe lassen, weil die gefällt mir sehr gut. Ja, und das Lustige ist, dieses Teil hat ja so lustige Schräubchen, sieht man hier ganz gut. Tri-Ring heißen die Dinger. Aber so gut wie es auch ist, zu diesem Gehäuse gab es noch zwei Schraubendreher, einmal mit normalem Kreuz und einmal sogar mit Tri-Ring. Ich glaube, der kleinere ist der Kreuz und das hier ist der Tri-Ring. Ich glaube, das kann man einigermaßen erkennen. Das macht er jetzt nicht scharf. Aber ich wollte einfach mal sagen, wir basteln dann einfach mal los. So, das ist das neue Gehäuse. Das sieht auch dem Original einigermaßen ähnlich. Bloß hier ein Lautsprecher. Natürlich, ich glaube, weil hier nichts ist, sieht das so komisch aus. Ist nicht so stark ausgeprägt, aber eigentlich ein schickes Gehäuse. Genau das gleiche Plastik wie das hier. Dann auch noch ein neues Display. Ich denke mal, das kommt dann mal da dran. Müssen es nur rauskriegen. Hoppala, da fällt alles raus. Aufkleber, sehr wichtig für das Ende. Wir haben auch einen neuen Batteriedeckel, mal wieder. Das war genauso locker. Man sieht aber hier, die Aufschrift ist ein bisschen billiger gemacht als beim Original. Ich glaube, da können wir gut das hier nehmen, ne? So, das wird das Gehäuse sein. Da guckt auch noch ein bisschen Folie raus. Was haben wir denn da drin? Wir können es ja auseinandernehmen. Das sind die Plastikteile, das sind die Tasten hier. Das sind dafür die Gummiteile. Die Gummiteile inklusive die Tasten hier unten. Dann haben wir hier das Display. Auch sehr wichtig, dass das dann am Ende drankommt. Soll dann bestimmt auch irgendwo abziehen. Und das sind dann, denke ich mal, die nötigen Schräubchen, die wir dann auch da brauchen. Das sind kleine Kreuzschraubendrehzieher. Haben wir sogar noch eine Metallplatte. Tja, ich wollte einfach mal sagen, basteln wir mal los. Also, weil ich das in Videos gesehen habe, soll das relativ einfach gehen. Ich will mich einfach mal davon selber überzeugen, weil solche Bastelarbeiten habe ich noch nie gemacht. So, jetzt erstmal hier erwischen. Na? Die gehen sehr schwer raus, weil die vorher noch keiner aufgeschraubt hat, die letzten Jahre. So, da mal, ne? Ja, das geht schwer. Nein, die Schrauben wollen nicht rausgehen. Das ist aber auch, glaube ich, so eine, die da zwischendrin klemmt.
Das hat jetzt ein paar Minuten gebraucht, um die Schraube da rauszukriegen, weil die da drin geklemmt hat. Ich hasse solche Schrauben. Ich weiß ja zum Beispiel nicht, wie ihr damit klarkommt, dass solche Schrauben dann einfach hier rauskommen. Ich muss da noch so einen extra Schraubendreher nehmen, damit das auch, damit ich den dazu überreden kann, dass der hier rauskommt. So, jetzt haben wir die, die, die und die schon raus. Fehlen nur noch die in diesem Batteriedeckel. Lege ich mal beiseite. Und zwar genau die und die. Aber gerade den Gameboy Color finde ich immer noch am besten, weil der nur 2 statt 4 Batterien braucht. Der ist halt deutlich kompakter. Der braucht halt nur 2 Batterien und nicht unbedingt 4. Sagen wir es mal so, die kriegt man zwar auch sehr günstig, aber 2 sind weniger. Finde ich irgendwie persönlich besser. Obwohl der erste Gameboy, der ist ja natürlich retro-verdächtiger als der Color. So, alle Schrauben sind raus. Jetzt könnte man das Ding theoretisch auseinandernehmen. So. Das ist das Innere des Gameboys. Hier haben wir die Platte. Ja, und das hier ist das eigentliche Mainboard. Ja. Hier haben wir Lautstärkeregler. Hier haben wir den externen Anschluss. Und hier ist ja der On-Off-Switch. Gerade der muss leider auch raus. Bei den Extra-Teilen ist sogar keins dabei. Tja. Sieht schon interessant aus. So einzeln kann man mit denen leider nicht spielen, weil da fehlt ja noch das andere Ende von den Batterieteilen. Das ist ja schließlich hier. So, der nächste Schritt wäre hier die ganzen Kreuzschrauben zu entfernen. Und das machen wir einfach mal. Okay, für die lästige Schraube brauche ich leider einen anderen Schraubendreher. So, die Schrauben vom Board sind jetzt auch weg. Theoretisch sollten wir das jetzt entfernen können. Ja, das ist korrekt. Allerdings, was wir noch vorher entfernen müssen, ist dieses Bandkabel. Und das muss man ganz, ganz vorsichtig machen. Hoppala. So, das ist die Steckverbindung zum Display. Und ja, jetzt haben wir das gesamte Board jetzt einzeln und nackt rumliegen. Hier noch mit dem Lautsprecher, der aber auch, den sollten wir unbedingt mal putzen. Den sollten wir unbedingt mal putzen. Hier sind auch die ganzen Tasten. Hier Steuerkreuz. Warte mal, was war das nochmal? A, B? Irgendwas mit, von den beiden war A und B. Ah, okay. Das ist B, das ist A. Dann haben wir hier Select und Start. Das ist sogar markiert, sehe ich gerade. B und A. Up, left, right, down. Ist alles schön markiert. Den Lautsprecher sollten wir unbedingt mal putzen, der ist voll dreckig. Ja. Das hier ist das alte Gehäuse. Hinten das Display. Hier das Plastik vom Display. Aber wie gesagt, das Board werden wir jetzt austauschen. Das wird jetzt nämlich ins neue Gehäuse verfrachtet. Und das alte packen wir jetzt erstmal beiseite. Kleinigkeit vergessen, das ist noch das Infrarotteil. Das, Moment, hier oben ist Infrarotteil. Das Plastik brauchen wir nämlich auch. Das ist nämlich bei dem anderen nicht mit enthalten. Ja, das ist noch eine kleine Sache. Wir müssen auch dieses Display rauskriegen. Das Problem ist, in den Videos haben die so ein Plastikwerkzeug zum Raushebeln da.
was hier jetzt leider nicht der Fall ist, weshalb wir irgendwie versuchen müssen, dieses Display jetzt rauszukriegen. Ja, mit dem mache ich das ungern, aber glaube, da bleibt mir kaum was anderes übrig. Das Plastik ist spröde geworden bei dem alten Gehäuse. Ich mache erstmal die alten Gummis ab hier. Hat ein bisschen Dreck angesammelt. Bisschen Dreck kann man hier erkennen. Kleine Seite habe ich, glaube ich, raus. Ah. Schau mal einer an. Ah, okay. Da haben wir das Display. Also an sich ist das noch vollkommen in Ordnung. Und das Plastik, wodurch wir das die ganze Zeit gesehen haben, das ist total zerkratzt. Seht das mal. Das ist Plastik. Das hier. Ja, das klingt mehr nach Glas. Ja, hier das saubere und reine Display. Und das müssen wir später wieder anschließen. Tja, ich glaube, wir sind beim Spaßteil angelangt. Also es sind jetzt schon mehr als 10 Minuten vergangen. Inzwischen habe ich auch aus dem alten Gehäuse ein paar Plastikteile rausgebrochen. Aber das ist ja jetzt Vergangenheit, das alte Gehäuse. Deshalb, tschüss. Hui. Nein, zur Erinnerung behalte ich es bei. Tja. Kommen wir nun zum neuen Gehäuse. Das muss ja schließlich jetzt auch zusammengebaut werden. Ich hoffe mal, es ist qualitätsmäßig dem anderen Gehäuse hoffentlich leicht überlegen oder ist wenigstens ähnlich gut. So, die Gummiteile kommen erst später, aber da ist zum Beispiel eine Taste dabei, die wir jetzt brauchen. Na, kommt raus hier zwei. Drei. So, das ist das Steuerkreuz. Das sind die A- und B-Tasten. Aber die beiden Tasten, die dürften das Wichtigste sein. Das ist nämlich für hier unten. Ich weiß nicht, ob das egal ist, wie rum. Das so rum oder so rum sein muss. So sieht das dann ja aus. Macht eigentlich kaum einen Unterschied, ne? Na, nicht wirklich. Dann haben wir hier noch die Tasten drin. Die müssen als erstes rein. Man drückt zwar auf Gummi, aber man will ja nicht unbedingt sehen, dass man auf Gummi drückt. Man will es nur fühlen. Es gibt bestimmt einige unter euch, die das genaue Gegenteil haben wollen. Ihr seid dann ekelhaft. So, da haben wir ein kleines A. Da haben wir ein kleines B. Ach hier, Infrarot haben wir auch dabei. Brauchen wir das alte nicht mal. Und sogar einen On-Off-Schalter haben wir auch dabei. Siehst du, da brauchen wir die anderen gar nicht mehr. Und hier das Steuerkreuz, das ist sehr schöne. Ich glaube, mit denen können wir auch anfangen, ne? So, man kann ja auch hier sehen, wie rum das rein muss. Hier ist eine kleine Einkerbung und hier ist die ebenfalls zu sehen. Deshalb muss das Ding auch genau so rein. Seht ihr, so sieht das dann aus. Richtig schön schwarz. Meine Fresse, es sieht richtig gut aus. So, jetzt muss ich vertauschen. Irgendwo kommt A und irgendwo kommt B rein. Ah, Mann. Warte mal, das ist da. Das A, das B, okay. Ich glaube, ich muss nebenbei ein Bildnis von einem Gameboy angucken, sonst weiß ich überhaupt nicht, was ich da mache. Na wohl, die unterscheiden sich ein bisschen vom Aufbau. Ich denke mal, das kann man auseinandernehmen. Wenn das man sich so ansieht, ja, da sind kleine Unterschiede. Das heißt, das kann zum Beispiel womöglich da rein. Das heißt, das kommt dann da rein. Das ist jetzt Buchstabe A.
Dann kommt daneben das B rein. Die Einkerbungen können schon sehr hilfreich sein. Gerade für Konstrukteure ist das eine ungemeine Hilfe. Jetzt haben wir hier die Gumminoppen. Jetzt haben wir hier auch wieder die kleine Sache. Hier ein kleines Steckteil, hier ein großes Steckteil. Da kann man das dann hier entsprechend einstecken. So. Das versteht selbst der viel zu doofe Kepu. Yay, ich repariere was. So, und selbst hier auch wieder das gleiche Spiel. Hier die zwei Löcher. Kannst eigentlich auch nur so rein. So, und die haben auch im Internet gesagt, bloß schön leicht eindrücken, damit das auch ja hält. Weil ihr seht ja, das geht hier gerne aus der Verfassung raus. Viel zu gerne raus. Deshalb man das auch schön eindrücken sollte. Ja, das fliegt hier sehr, sehr gerne raus. Bleib drin. Das könnte noch lustig werden. Schreiten wir mal weiter voran. Ich denke mal, jetzt können wir auch mal das Board aufsetzen. Stimmt, eine Kleinigkeit wollte ich ja noch machen. Keine Ahnung, wo der Sand herkommt. Das ist eindeutig Sand, was ich da fühle. Das ist sehr eigenartig. Wie kommt da Sand drauf? So, beim Einsetzen des Boards müssen wir auch ja aufpassen, dass wir ja den Lautsprecher hier richtig einsetzen. Ja, ungefähr so. So muss das dann drin bleiben. Aber ich denke mal, da fehlt noch eine Kleinigkeit. Ich habe euch ja gesagt, das könnte lustig werden. Das Display muss nämlich noch in die Verfassung rein. Es ist ja jetzt nämlich in einem völlig anderen Gehäuse. So muss das dann ja rein. Und dann muss auch schließlich das Kabel wieder in die Verbindung rein. Das wird ein bisschen fummelig mit dem Displaykabel. Und nebenbei habe ich nochmal alles kontrolliert. Ich bin aktuell auf dem richtigen Weg. Also von daher keine Panik. Nur mit den Kabeln ist das ein bisschen jetzt hier eine Fummelei. Also bei dem Video sieht das deutlich einfacher aus. Das ist ziemlich schwierig. Was ist, wenn ich das Display so einzeln rein tue? Also genau so soll das rein. Ja, so geht's auch. Also das Ding macht mich irre. Das geht gerne aus der Haltung raus. Dann wollen wir mal anfangen, wieder die Schräubchen reinzumachen. Wir haben zwar ein paar neue bekommen. Das sind allerdings... Na, ich weiß nicht. Sehen die genauso aus? Es sind ein paar weniger, aber wir können auch gerne die Originalschrauben verwenden. Damit wenigstens noch irgendwas an den Dingen original ist. Nee. Da muss wieder der Alternative ran. Schrauben, die man nicht vernünftig drehen kann, hasse ich am meisten. Ich glaube, bei dem Loch muss noch was gefüllt werden. Da vor allem keine Kratzer an dem eigentlichen Gehäuse verursachen. Okay, eine einzige Schraube tausche ich aus, weil die ist total ausgefranst. Und ausgefranste Schrauben sind sehr schwierig zu befestigen. Ups. Die habe ich gerade fallen gelassen. So, zumindest die Unterseite ist erstmal wieder dran. Sehr gut. So, müssen wir noch das Ding hier dran machen. Ach nee, das muss andersrum rein. Das muss so rum rein. Na, zumindest der Infrarotport ist schon mal dran. Leider ist das hier ein bisschen locker geworden, aber ich hoffe, das hält trotzdem.
alles in Position. Natürlich muss dann auch hier noch der An-Ausschalter ran. Der ist im Übrigen auf On. Cool. Seht ihr mal, wie einfach der eigentlich gestrickt ist. Der hält das Ding in Position. Das heißt, der muss aber auch theoretisch. Kann man ihn so bewegen oder muss der auch noch erstmal dran? Ist das echt so rein? Das ganze Plastikteil bewegt sich ja dann. Also ich kann euch sagen, zusammengeschnitten wird das sicherlich 10 Minuten dauern, aber wir lassen uns mal überraschen. Kommen wir mal endlich mal dazu, das Hinterteil mal zu befestigen. Hoffentlich kriegen wir es zusammen. Muss im Übrigen mit äußerster Vorsicht geschehen. Äußerster Vorsicht. So. Der externe Anschluss, alles ist eigentlich noch erreichbar. So. Da haben wir übrigens das nackte Display. So, und jetzt müssen einfach nur noch die Schräubchen wieder rein. Und zwar wieder genau diese Tri-Wing-Dinger. Schwitzigen Händen solche Dinge anzufassen, ist übrigens ekelhaft. Es wollte nicht ins Loch. That's what she said. So, der hat überall zwar noch ein paar Lücken. Ist jetzt zwar keine Maßarbeit, die ich da jetzt geleistet habe, aber im Großen und Ganzen sollte das aber in Ordnung gehen. Tja, so sieht das Ding erstmal aus. Also, es ist nicht an allen Ecken wirklich lückenfrei. Selbst hier hat das noch besonders viel Luft. Hier oben ist es auch nicht komplett abgeschlossen. Aber da ich sowas das erste Mal gemacht habe, kann ich nur sagen, it's something. Im Großen und Ganzen ist das jetzt eigentlich schon fertig. Was jetzt allerdings noch dran muss, sind ein paar kleine Details. Wie zum Beispiel etwa dieses Plastikgehäuse. Das kommt ja einfach so oben dran. Und wir bräuchten dann ja noch die Kleinigkeit, das hier. Der Gameboy Color Aufkleber. Und die machen wir erstmal dran. Da ich das Display während der gesamten Reparaturarbeiten berührt habe, wird es erstmal geputzt mit einem Mikrofasertuch. Und hier ist auch die Power-LED, die man immer sieht, wenn das Ding an ist. Dann würde ich einfach mal sagen, dann wollen wir das Ding auch später mal ausprobieren. Yay! Jetzt muss ich einfach mal gucken, was man mit diesem Display macht. Schau mal an, das ist eine Art Klebestreifen. Das heißt, das klebe ich dann einfach mitten in die Verfassung rein. Richtig schön fest, damit das auch passt. So. Naja, von vorne sieht auch schon fast aus wie neu. Auch hier mal ein bisschen putzen, kann nicht schaden, obwohl hier sehe ich einen kleinen Kratzer. Nein! Da hatte ich vorher einen mit Kratzer und dann nachher einen mit Kratzer. Wo ich gerade sehe, hier ist eine Folie. Ah, siehst du mal, da ist eine Folie dran.
wo ich die eigentlich dran lassen könnte, aber für euch erstmal. Oh, jetzt kommt er ja, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Oh, ja. Oh, ist das geil. Oh, Wer einer von euch meldet das Video, weil es jetzt zu sexuell klang. Aber hier, guckt euch das mal an, das spiegelt total. Oh. Wartet mal, wir machen einen Vergleich. Na gut, kann man jetzt nicht so unbedingt machen, aber ich denke mal, ich halte mal meine Hand davor. Das ist das alte Display, das spiegelt kaum noch. Und das hier ist das brandneue. Oh, guckt euch das an. Oh, das ist geil. Aber man muss auch sagen, von der Ähnlichkeit her ist das schon mal gar nicht schlecht gemacht. Also das hier ist ein bisschen dunkler. Aber dürfte auch mein optischer Eindruck sein. Aber die Vorderseite sieht eigentlich sehr gut aus. Die gefällt mir sehr gut. Die Tasten sind auch irgendwie dunkel, habe ich das Gefühl. Tja, jetzt kommt noch das i-Tüpfelchen. Nämlich dieser Aufkleber. Und das ist so meine Schwierigkeit, den so vernünftig drauf zu kriegen. Ich glaube, ich mache gerade was völlig anderes ab. Das ist nicht das ist nicht das Teil. Das ist eher das Teil. Genau. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Gerade wie möglich. So, schön rein hier. Voilà. Sieht aus wie neu. Zum Vergleich nochmal, der alte Aufkleber, der hat auch schon Ränder an den Seiten, dunkle Ränder. Muss man auch sagen, ein paar Logos haben die dann wegrationalisiert. Sieht man ja hier im Vergleich. Kein CE-Logo, kein geprüftes Sicherheitslogo. Das fehlt ja alles. Und außerdem ist das Ding jetzt plötzlich Made in Japan statt Made in China. Auch sehr lustig. So einen Aufkleber gibt es ja leider nicht mehr. Der muss leider frei bleiben. Das wäre noch, glaube ich, die einzige Unterscheidung davon, dass das Teil dann umgebaut wurde. Tasten fühlen sich jetzt auch richtig gut an, bis auf die hier unten. Die sind, glaube ich, auch wegen der kleinen Sache hier ein bisschen eingedrückt. Das ist schade. Aber wer weiß, vielleicht kann man da was machen. So. Eine Kleinigkeit fehlt noch. Ich nehme den vorigen Batteriedeckel, weil der sieht, glaube ich, viel, viel besser aus. Hier. Nein, Moment, das ist der falsche. Das ist der richtige. Nehmen wir den hier. Jetzt zwar nicht ganz in Position, aber im Großen und Ganzen sollte es das aushalten. Ich wollte mal sagen, wir testen das Ding. Zwei Batterien. Die kommen hinten rein. Nein, das ist der falsche Deckel. Dran denken. Sieht doch scheiße aus. So, ist schon ein bisschen schwerer geworden. Dann brauchen wir noch ein Spiel. Ich glaube, das kennt niemand. Also was Besseres habe ich jetzt nicht gefunden, außer dieses komische Spiel namens Tetrise. Keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das spielen wir einfach mal an. Ist zu leise. Ja, an die Tasten hier ranzukommen ist schwierig. Kann ich nichts auswählen? Hallo? Mal gucken. Level 0. Yay! Ich liebe das Spiel. Man kann, also ich kann auf meinem Kameradisplay viel besser was erkennen als in echt. Das ist lustig. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es. Ich bin nur ein bisschen enttäuscht über die Tasten hier, dass die nicht so gut rausgucken. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es. Die Tasten drücken sich jetzt wesentlich besser, zumindest die hier oben. Und ja,
Der Schalter an der Seite funktioniert auch. Ich würde einfach mal sagen, das Experiment ist geglückt, meine Damen und Herren. Aus den verschiedenen Einzelteilen des vorherigen Gameboys haben wir mal eben einen neuen gebastelt. Also einen so gut wie neuen. Man könnte halt wirklich sagen, das ist ein brandneuer Gameboy, den wir da jetzt haben. Der sieht auch wirklich richtig schick aus. Vor allem das Display ist jetzt auch in wesentlich höherer Qualität. Auch hier alles verändert. Nur, ja, ein paar kleine Detailfehler sind mir hier aufgetreten. Entweder liegt das an mir oder ja, die Teile könnten auch eher nicht so doller Qualität sein, aber meine Güte. Ich habe das erste Mal überhaupt ein komplettes Gehäuse von einem proprietären Gerät ausgetauscht. Bei PC wäre das noch eine ganz andere Sache. Das ist ja pipi leicht, bis auf die kleinen Stecker für Frontpanel. Aber das hier, das ist das erste Mal, dass ich überhaupt so eine Gerätschaft hier mal ausgetauscht habe. Und dafür, dass ich das das erste Mal gemacht habe und das dann auch noch einigermaßen geglückt, jetzt bis auf die kleinen Fehler hier, aber lassen wir das mal, würde ich sagen. Ich bin stolz auf mich. Da muss ich mich mal selber auf die Schulter klopfen. Und ich wollte einfach mal sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Ich bin dann erstmal hier am Aufräumen, weil wir haben jetzt hier doch sehr viele Sachen rumliegen. Ich habe das alte Gehäuse jetzt ein bisschen kaputt gemacht. Das ist auch vor allen Dingen. Guck mal, wo der Staub überall hier reinkommt. Der kommt da rein. Der ist überall. Selbst hier ist mir auch aufgefallen, an den Rändern hier ist es total dreckig. Wie kommt der Dreck da eigentlich dazwischen? Hier, seht ihr das? Ich weiß nicht, ob das die Kamera scharf stellen möchte, aber hier ist echt was dazwischen. Ich weiß nicht, wie das dazu. Hier, guckt ihr das mal an, das war dreckig. Also ich hoffe, ihr esst nicht, wenn ihr das jetzt seht, aber tja, eigenartig. Aber jetzt haben wir einen frischen neuen Gameboy mit Tasten, die wir hier gerade so noch eindrücken können. Aber wer weiß, ob wir das noch hinkriegen können. Ansonsten würde ich mal sagen, wenn euch das Video sehr gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch weitere Videos schauen wollt, unten, ich glaube ungefähr da unten, gibt es einen schönen Abonnieren-Knopf. Dann kriegt ihr noch mehr Videos von mir zu sehen. Mal gucken, ob ich dann noch mehr Basteleien mache. Werde ich dann erstmal sehen und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Euer Kepu. Tschüssi.